So, na dann herzlich willkommen zu, zurück zu The Evil Within 2. Draußen stürmt und gewittert es. Und dann dachte ich, dann schleichen wir hier mal etwas weiter. Genau, wir waren gerade dabei, dass dieser komische Irre, Stefano, hat irgendwie so ein ganz leises... eigentlich irgendwie habe ich so ein ganz leises Störgeräusch. Ich weiß gerade nicht, wo das herkommt. Ja, dieser komische Stefano hat anscheinend zwei Bilder, die den Zugang versperren und die wir beide zerstören müssen. Eins haben wir zerstört. Irgendwie hilft mir das voll, dass ich das so langsam eingestellt habe beim Zielen. Aber wenn wir uns umdrehen wollen, dann geht's irgendwie gar nicht. Ich mach das mal ein bisschen höher. Okay. Ganz kurz Moment, ich versuche nochmal rauszufinden, was gerade dieses Störgeräusch ist. Ach, okay, hab's schon. Okay. War einfach noch beim... es gibt noch so einen anderen Kanal, den man hier dazuschalten kann bei dem Headset. Und der war irgendwie aufgedreht. Und da kommt aber eben dann nur ein bisschen Rauschen. Ist natürlich ganz praktisch, wenn man zum Beispiel ein Videospiel spielt und dabei mit jemandem bei Skype quatscht, dann kann man da quasi die Geräusche unterschiedlich voneinander einstellen, aber... Naja. Gut, was haben wir... genau, wir haben quasi die Nebenmission abgeschlossen gehabt mit diesen komischen Truhen. Und jetzt wieder dabei die Hauptmission zu machen. Ich habe den Fernseher bei mir einen Ticken dunkler gestellt. Mal gucken, wie das wird. Irgendwie nervt mich das, dass die immer wieder als New angezeigt werden. Okay, das Geräusch, was ich jetzt höre, ist hier von dem Fernseher. Ist da noch was drin? Nee. Kann ich dem nochmal quatschen? Thanks again for helping me out. The hard part comes next. Can you really hey, Toba! Get out of Union? Like I said. I'm gonna give it my best shot, but there's a ton of data I gotta scrub through before I can even start. I just hope I can do it before this place turns into a pile of gravel and guts. It's gonna take me a while. So what happens if you get out of Union? If I can make it out of the Mobius building alive, first thing I'm gonna do is disable my damn chip. Chip? Yeah. Everybody in Mobius has got a subdermal chip in their head. Sort of like an RFID, but way more advanced. And I mean everybody, from the administrator all the way down to the guy who cleans the toilets. And you submit to that willingly? Like they say, membership has its privileges. That chip will open a lot of doors for you if you got one. The downside is, with that chip in place, they can make my life a living hell if they think I disobeyed them. I guess you can worry about that if you make it out of here. I might be interested in getting out of here too. You're welcome to, komisch. But I'm not gonna wait around for you. I'm leaving here as soon as I find a way. Your best bet is to hang out here with me and wait until I figure this out. No way. I'm not leaving this place without Lily. Theoretically, if you find her, you'll restore this place and get yourself out. I'd prefer to take Lily out the back door with me. Mobius just wants to plug her back into STEM. And God knows what they've got planned for me. If we could just get out when they're not looking. Well, either way, I've got a lot of work to do. Otherwise, nobody's using the back door. Let's pair up our communicators. Call me before you leave. Yeah, okay. Good luck out there. Alles klar. Na, wie geht's? Mich hat irgendwie der Tag heute voll genervt, weil es richtig heiß war. Und dann komme ich raus und dann fängt es richtig an zu schütten. Und, ach ja. Wie es immer so ist.
Jetzt gerade schüttet es auch noch richtig krass draußen. Auch wenn es mich insgesamt erfreut, dass mal ein bisschen Regen runterkommt. Naja, und jetzt war ich von Donnerstag bis Sonntag an der polnischen Ostsee und bin deswegen ansonsten ganz gut erholt. ja. Echt ätzend. Den ganzen Tag geregnet. Ja, wenn es wenigstens ein bisschen geregnet hätte, als ich noch auf Arbeit war, weil ich hoffe dann immer, dass auch so ein bisschen kühler Wind reinkommt oder sowas. Naja, anscheinend erstmal der letzte Tag über 30 Grad. Von daher bin ich mal gespannt. Also vorerst der letzte Tag natürlich, über 30 Grad. Nee, wir hatten 33 Grad. Schon ziemlich krass. Also so ab 28 fängt es an, mich zu nerven. Es war voll krass, an der Ostsee hatten wir so... Ja, tagsüber dann so 24 Grad, aber teilweise ziemlich windig. Und nachts ging es dann runter auf, keine Ahnung, 14? 16? Auf jeden Fall so, dass man dann mit langer Hose, dicken Socken, Jacke irgendwie oder dicken Pulli am Strand saß. Abends, nachts. Wow! Und tagsüber aber trotzdem dann schwimmen gehen konnte, wenn die Sonne schien. Irgendwie voll gut. Scheiße. Ja. Mein Wohlfühlwetter ist eigentlich ein Wetter, wo man sich ein bisschen aussuchen kann, wie warm oder kalt es einem ist, weil es irgendwie so, weiß ich nicht, vielleicht 20 Grad hat oder so. Und wenn einem zu warm ist, dann kann man noch was ausziehen. Wenn einem zu kalt ist, kann man was anziehen. Nee, war richtig cool. Auch wenn ich sagen muss, dass mir Zelten jetzt auch erstmal wieder ein paar Tage reicht. Also es... Bin jetzt auch schon ganz froh, wieder zu Hause zu sein. Mit Bett und Dusche. Und Xbox. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Bam! Oh Mann, es ist schwierig. Ja, ja. Wollte schon sagen.
Das passt gar nicht zu dir. Das sieht dir gar nicht ähnlich. Aber war irgendwie richtig gut, jetzt mal ein paar Tage Pause von der Hitze zu haben. Ah! What? Ach, die schmeißt damit. Okay, ich glaube, es hat beide erwischt. Sehr gut. Ja, wir sind mittlerweile ein bisschen besser ausgestattet. Früher hat man Urlaub gemacht, um ins Warme zu fahren. Jetzt fahren wir ins Kalte. Ja, ich glaube, es kommt immer schon ein bisschen drauf an, wo man Bock drauf hat. Meine Eltern sind ja auch immer schon nach Dänemark in Urlaub gefahren. Und ich glaube, die Hitze ist einfach nichts für mich. Das ist ja das Witzige, dass das bei Sue ganz anders ist. Also die mag das natürlich auch, wenn es mal ein bisschen frisch ist oder so, aber... Also wenn ich finde, dass die Hitze schon anfängt zu nerven, dann ist sie immer so, naja, 3, 4 Grad könnte das schon noch haben. Auch wenn ich heute echt dachte so... Auf so krassere Umweltsachen sind wir echt auch einfach gar nicht vorbereitet. Ich hatte jetzt erst jetzt am Bahnhof, dass gerade im neu gemachten Bahnhof, das da an einer Stelle reinregnete. Und jetzt, den Rest bin ich dann irgendwie noch mit einer U-Bahn gefahren, die auch gerade ganz neu ist. Und da hat es auch reingeregnet. Und ich dachte, ey, so ein Starkregen, da sind wir einfach überhaupt nicht vorbereitet bei den Sachen, die wir irgendwie bauen. Ich habe auch letztens eine, das fand ich ganz spannend, eine Studie gesehen, wo es darum ging, dass Leute, da mussten irgendwie Leute einen Test machen bei verschiedenen Temperaturen. Und da ist irgendwie rausgekommen, dann klar, dass je wärmer das wird, desto weniger Gehirnleistung hast du irgendwie. Ab so einer bestimmten Wohlfühltemperatur. Und diese Wohlfühltemperatur liegt bei Frauen aber höher als bei Männern. Es ist nicht viel, es sind so 2-3 Grad oder so. Fand ich aber ganz interessant. Dünnere Haut. Okay. Okay, wir sind also schon halb dran vorbei. Aber da vorne war auch noch irgendwas. Nee, umtreten will ich es nicht. Na, ich merke es auf jeden Fall immer, wenn ich im Auto Klimaanlage anmache, dass sich immer zuerst die Frauen beschweren, dass ich es zu niedrig mache. Naja, ich bin auf jeden Fall der Letzte, der im Sommer einen Städtetrip nach Barcelona oder so machen würde. Ui, Schlüssel. Storage Room Key. Okay. Near the Post Plus Office. Post Plus? Besser als unsere Post? Where there's a key, there's a lock. Wonder where it could be. Das stand doch gerade da. I'm trapped. Gotta get out of here. All I wanted was to find the APC and get the
God. I'm gonna die in STEM. It'll be like I never existed at all. Sorry, Lawson. Looks like I won't be back to pick you up with the APC after all. What? Nö. Okay, nur blödes Gelächter. Was? Zählt nicht? Okay, sieht mich nicht. Okay, das Rennen war doof. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, die zu töten, aber es kostet so viel Munition und so. Nein! Sackgasse! Sackgasse! Nein! Ich hab sie nicht getroffen damit? Besonders helle. Na, dann sehen wir gleich mal, ob sich lohnt. Ich wollte gerade sagen, das Ding, das wäre dann zwei. Oh Gott! Ach, ich pflücke erstmal das Blatt, ja. Falls es Loot gibt, dann will ich jetzt aber auch den Loot für die eine. Oh Gott! Ich glaube, das machen wir nochmal. Diesmal fliege ich nicht das Blatt. Versprochen. Wobei, wichtig ist nur, dass ich weiterrenne und nicht denke, ach, guck mal, eine Sackgasse. Okay, habe ich meine Munition noch? Okay, ich habe meine Munition noch. Okay, wir laufen einfach. Oder andersrum, wir haben gerade hier gespeichert. Wir probieren die jetzt dann wirklich zu killen. Ah, doch. Okay, das ist bei mir. Nein!
Ah! Ist er noch gestunt? Die macht wohl übel Schaden, die Pistole. Nein! Gott! Wie viel gibt's? 4000. Oh Gott, das lohnt sich im Leben nicht. Ja, ist auf schwer gestellt. Oh Gott, versuchen wir uns jetzt umzubringen, damit wir die Munition wieder haben? Das ist einfach. 4000. Andererseits, wenn die hier die ganze Zeit rum nervt, vielleicht ist es trotzdem ganz gut, die lieber umzubringen. Dann sind wir jetzt lieber wieder ein bisschen sparsamer. Wir sind ja mittlerweile ganz gut sneaky und so. Schwierigkeitsgrad ist ein Nightmare. Aber ja, es ist schwer. So, war hier. Ach so, wir hatten noch das Blatt, was wir aufgesammelt haben, was wir jetzt nochmal mitnehmen können. Gott, wie die andere da schon wieder lacht, ey. Ist das die, die immer lacht? So hatte ich sie mir vorgestellt. Oh Gott, draußen blitzt es auch im Takt. Aber in die Richtung. Aber anscheinend kommt man da ja nicht durch. Also müssen wir echt nochmal an der vorbei. Ich habe voll viel in Schleichen geskillt. Oh Gott, das wird aber nix. Ich hätte mal im wahren Leben alles zu schlechten skillen sollen, damit ich diese Spiele spielen kann. Gott, ey. Wahrscheinlich nicht, aber hier im Hintergrund rumst es ganz schön. Oh Gott! Lauf! Ah!
Nein! Was ist hier? Oh Gott, muss ich hier umbringen, damit das irgendwie funktioniert? Ah, nee, ich muss in den Diner, ne? Lauf, 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 lauf! Ihr kommt doch hier nicht in den Diner, oder? Wie viele Meter sind da weg? Das scheint nicht im Diner zu sein. 66 Meter, oh Gott, das ist richtig viel. Ha! Was haben wir denn noch übrig? Okay. Oh Gott, in dem Diner waren wir doch schon. Hier war auch gruselig. Sich im Horrorspiel beschweren, dass ein bestimmter Raum gruselig ist. Klingt auch nicht so gut. War aber wirklich da hinten irgendwie der Ort. Oh Gott. Kann mal gucken, ob ich die wieder so schön schleichend aussuchen kann. Ach, was da vielleicht richtig gut ist, ist dieser Smokebolt. Wenn die nämlich... Oh Gott, jetzt kann ich da nicht rein, weil die... Okay, dann sterben die direkt. Ich kann sie looten. Finde ich auch gut. Eigentlich sind die damit nur betäubt und dann kann ich sie assassinaten. Powder 25. Man braucht für einen Schuss Shotgun 6. Also 25 ist echt nicht so viel. Also quasi für ein Magazin schon mal 36. So, wo haben wir es denn jetzt? 43 noch. Wie kommt man denn da bitte rein? Hier geht's ja nicht rum. In der Straße kommen wir doch. Es ist doch hier drin irgendwie. Sollen die vielleicht doch killen? Das schaffe ich nicht, ich habe nicht zu wenig Munition. Ich
Da ist das. Da müssen wir rein. Hier kommt ihr auch nicht rein, oder? Barkeep's Journal. The final entry in this well-worn journal. The tape room's been booming. Business is good. Lots of new faces in Union these days. They're arriving by the train load and they're thirsty. If it keeps up like this, I'll finally be able to afford some beer tabs. Pete complains about the crowds, but I say the more the merrier. He's always been cantankerous, but lately he's been acting extra weird. He sits there in his usual spot, giving new customers a stink eye and mumbling to himself. I would cut him off, but he's always been my best customer. Gut, dass der da draußen kein Interesse an der Bar hat. Oh Gott. Ich habe keinen Schlüssel. Diese krassen Schreie, ey. Flesh. Less malleable than clay. Softer than marble. It really is the perfect medium. Oh, I can't concentrate like this. A sculpture doesn't need. Ja, ist der Schlüssel. Die Hand hält ihn für mich. Und da ist ein Auge und guckt mir dabei zu. Na komm her, du.
Ach komm, das zählt als erwischt werden? Normalerweise kann ich doch, wenn ich im Versteck bin, nicht gesehen werden. Wir haben gerade so wenig Munition, ich will die im Schleichen killen. Ach Gott, da steht er! Da ist wieder zurück auf seinen Platz. So viel dazu, ey. Ich habe so viel Messer geskillt, ey. Jetzt muss man mal klappen. Was? Ich habe kein Loot? Achso, vielleicht gibt es auch hier gerade kein Loot für die Gegner. Ah. Ey, ich hab's nicht geschafft! Ach! Ich krieg's ja gerade gar nicht hin, ey. Ja, und für den gab's jetzt aber Loot. Also vielleicht habe ich für dich, weil es so ein Crit war, vielleicht gibt's dann keinen Loot oder so. Geräusch, ey. Das ist ja kein Finisher, wenn die danach weiterläuft. Ja, komm, der zweite. Den hält sie dann auch nicht mehr aus. Für die gab es jetzt 1200, also 900 ist echt nicht so viel. 4000 ist echt nicht so viel. Was klopft denn da so? Kommt da jetzt von links da wieder vor? Ah! Komm raus, du!
Ich hatte ihn doch gerade. Yes. Da ist einer auf jeden Fall nicht so gerne hier drin. What? Oh Gott! Heichin. Sneaky Beam. Okay, sonst scheint hier nicht viel zu sein. Nicht das schon wieder. Da gerade nicht so ein Punkt. Ich finde es immer so schwierig, da Entfernung abzuschätzen. Au! Okay, hat mir aber irgendwie nichts getan. Ah? Wer sich auch jeden Zeitlupe bewegt, dann in die Schleiche. Oh Gott. Aber wir haben doch noch den Schlüssel von der Post Plus. Sollen wir mal gucken, wo wir da erst hingehen. Should have done the trick. Better head back to the theater and see if I can get in. Leider kein Punkt auf der Karte, wo die Post sein soll. Naja, vielleicht sehen wir es ja zufällig. Sonst würde ich sagen, gehen wir auf direktem Weg zum Theater. Gott, hier läuft er immer noch draußen rum. Und hat einen Spaß. Ha 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 ha!
Open Fire Hydrant. Okay. Made Fresh Bakery. Das ist nicht die Post. Gott! Vielleicht gehe ich doch nicht hier lang. Oder kommt man hier vielleicht rechts? Ach, Sekunde. Müssen jetzt eigentlich demnächst mal wieder sehen, dass wir unseren ganzen Glibber ausgeben und vielleicht auch wieder ein bisschen Munition craften, weil so kann es nicht weitergehen. So. Durch. Ach ja, hier kommen wir her. Ich glaube, Gewitter ist draußen mittlerweile vorbei. Ich mache mal hier Fenster auf. Kleinen Moment. So, ein bisschen frische Luft. Oh nein, niemand macht draußen Eierkuchen oder sowas, sonst riecht voll lecker.
Wie auch immer man draußen Eierkuchen macht. Wahrscheinlich so wie ein Nachbar oder so. Ich gucke mal so ein bisschen, weil hier sind ja auch diese Schlüssel versteckt. Die sind immer gerne mal an irgendwelchen Ecken, wo man squirt. Da kommt man doch eigentlich gar nicht hin. Aber hier ist anscheinend keine. Aber wir haben uns in Polen, gab es irgendwie so einen Pfannkuchenladen, also so einen Berliner Laden. Ich weiß immer gar nicht, weil es so regional verschieden ist. Ne? Wir sagen Pfannkuchen dazu, die meisten anderen werden es wahrscheinlich als Berliner kennen. Diese gefüllten Dinger. Und waren da ganz frisch gemacht in ganz vielen Sorten. Es war auch so ein Laden, der sich nur darauf spezialisiert hat. Und die waren so unglaublich gut. Okay, also du meinst dann mit Pfannkuchen, das, was ich unter Eierkuchen verstehe. Das flache Ding in der Pfanne. Ist auch wirklich irgendwie bescheuert, ne? Dass man zu dem flachen Ding in der Pfanne hier nicht Pfannkuchen sagt. Sondern Pfannkuchen dann diese runden Dinger sind. Aber wenn man die doch gar nicht in der Pfanne machen kann, oder? Naja. Beides. Naja, und diese polnischen Dinger, das war wirklich so unglaublich gut. Wir haben uns direkt irgendwie 4 Stück gekauft, 2 direkt vor Ort gegessen, 2 eingepackt und dann gestern Abend noch gegessen. Und, ja, du hast halt gesehen, das war wirklich so ein Laden, der war halt so groß, wie man diese Geschäfte halt sonst auch kennt, wo man reingeht mit Kasse und so. Nur, dass es da war, dass drin alles nur große Bäckerei war und die haben quasi nach außen verkauft. Also die hatten so nach außen hin so eine kleine Theke, weil halt quasi das komplette Ding drin besetzt war von, wir müssen hier Teig ausrollen und so. Und naja, wie es dann in Polen ist, trotzdem total günstig. Also die haben irgendwie umgerechnet kostet vielleicht 1,20 € oder so jeweils. Und waren riesig groß und noch warm und... Oh Mann. So toll. Sollte da mal Grant stehen? Grant fährt da? Naja. Ja, im Nachhinein total bescheuert, dass wir nur 4 gekauft haben und nicht direkt irgendwie 8 oder so. Aber wir hatten nicht mehr so viele Slotte übrig. Genau. Ja, und heute habe ich mir zum, mehr oder weniger zum Mittagessen, wollte ich mir eigentlich bei Lidl ein paar Brötchen holen. Und dann war da auch so Angebot, 3... Berliner oder Pfannkuchen oder wie auch immer, für 1 €, aber halt so kleine. Irgendwie hatte ich den Bock drauf und habe ich mir trotzdem noch 3 geholt. Zusätzlich zum Brötchen. Quasi mein halbes Mittagessen. Das ist halt immer der Vorteil, wenn man in einem Land ist, wo die Kaufkraft geringer ist, wie in Polen. Dass du dann halt als Deutscher nicht unbedingt auf den Preis achten musst, sondern das ist dann immer so. Ja, selbst wenn es eigentlich zu teuer ist, für einen selbst ist es dann irgendwie noch ein normaler Preis. Oh Mann, ey, die Bilder machen ja schon wieder richtig Lust darauf, hier reinzugehen.
Und das Witzige ist, dass wir dementsprechend aber auch viel mehr trotzdem extrem viel ausgegeben haben. Weil man eben dann gewillt ist, irgendwie auch morgens frühstücken zu gehen. Und jeden Abend essen zu gehen. He's gotta be in here somewhere. Chapter 8. Premiere. Also jetzt Sky. Überall so im Steam Sale, genau. Kostet alles nix, am Ende ist man doch wieder 50 Euro los. You dare to destroy my work? You expect me to bend to your will? Just like them. Thinking they could sculpt me into what I am not. What they created in here. It's marvelous. They wasted it. Because they had no imagination. Because they are not artists. They want to control me, manipulate me. You want to stop me. But you have failed. Because with the power of the core, I can create my art forever. Ja, wir waren noch mal in einer Pizzeria, wo es super günstig war. Also in Deutschland. Und weil es aber so super günstig war, haben wir dann noch irgendwie einen Nachtisch geholt und dann noch irgendwas. Und dann am Schluss waren wir doch wieder irgendwie beim relativ viel Geld los. Ich habe ja so die Idee, dass sie wahrscheinlich diesem Psychopathen, der uns da jetzt quasi immer wegläuft, dass sie dem eigentlich nutzen wollten, um diese STEM-Welt zu erschaffen. Weil du brauchst, um diese Welten zu erschaffen, eben ein Gehirn, was leicht zu kontrollieren ist. Und das sind anscheinend immer entweder irgendwelche Psychopathen, weil sie eben dann so eine Empathie irgendwie nicht haben. Oder es sind Kinder. Und sie erzählen mir ja, dass sie quasi ja mein Kind genommen haben, um so eine Welt zu erschaffen. Und ich nehme mal an, dass sie das erst mit dem anderen Psychopathen versucht haben. Und der jetzt irgendwie sauer ist, dass er raus sein soll. Oder sie haben es mit dem Kind probiert und der Psychopath wollte das dann übernehmen. Na gut, hier scheint jetzt nicht so viel versteckt zu sein. Dann ab nach oben. So urige Kinos. Weiß es eigentlich immer Nebenquests, von daher da hingehen? Ich weiß jetzt noch nicht so richtig. Oder erstmal durch die Tür, aber ich würde schon denken, dass es in der Tür weitergeht.
Mich erinnern die irgendwie mal an Fallout oder sowas. Auf jeden Fall ein cooles Setting für so ein Horrorspiel. Na dann nehmen wir einfach eine von den Spritzen. Ich hasse es, dass er für die Cutscenes immer diese normale Pistole in die Hand nimmt. Weil dann hast du die hinterher auch im Spiel und das ist gar nicht die Pistole, die ich benutzen will, sondern eine andere. Und wenn ich die dann versehentlich im Spiel benutze, dann lade ich die nach und dann sind die Kugeln da in dem Magazin. Was ist er mit diesen Menschen? Ach Gott. This chase has been entertaining. But even the greatest entertainments must come to an end. The girl! Where is she? I commend you for making it this far. If perseverance were an art form, you would be a master. Perhaps not Michelangelo, but a Van Gogh at the very least. Enough art school bullshit! Where is she? The core is safe with me. I took her on his orders. But once I realized the extent of her powers, how could I possibly hand her over? What I'm doing is more important than mere personal gain. He could never understand this. He? Who is he? It doesn't matter. He won't be around much longer. My work, however, will continue. Picasso had his blue period. Oh, God. I've entered my crimson period. Shit! No! Don't! Behold my latest creation. No! Oh God! Das ist schon ganz schön krass. Beautiful. A bouquet of flesh and blood. You sick bastard! How will I ever top this? I'll find a way. Her fear is always inspiring. Nothing like the corruption of innocence to spark the fire of creation. Corruption of innocence? Sollten wir da wahrscheinlich unsere Tochter? You cannot have her. You would do nothing with her power. You are an uncomprehending Neanderthal. She's useless in your hands. Hey, Minecraft! Oh Gott! Die Frage ist nur, wo lang? Macht Sinn, nochmal zurückzugehen?
Wird da wohl der Thimbleweed Park? Ich glaube heute nicht. Mal gucken, vielleicht. Denk aber eher nicht. Gestern ja nicht wirklich weitergekommen. Wobei doch einige Sachen haben wir noch gelöst. Vor allem dank Sue. Aber, ja, ich war einfach so fertig von der Fahrt irgendwie. Ansonsten sehr gut. Hitze hat mich heute sehr genervt. Und dann das Gewitter. Aber jetzt wieder fit, bis auf den Hunger, der kommt. Vor allem, weil es draußen war. Oder nach Eier kommt. Okay, jetzt muss man anscheinend Sneaky. Okay, morgens werden heute über 30 Grad. Mich nervt das dann nur noch. Ich merke generell so hitzeempfindlich. Mir geht das relativ schnell auf die Nerven. Oh Gott, 40 Grad hattet ihr. Na, ich war jetzt gerade erst an der Ostsee, da war es zum Glück total kühl. 40 Grad hatten wir noch nicht. Ich glaube, 40 Grad hatte ich in meinem ganzen Leben noch nie. Zumindest nicht, wann das gewesen sein soll. Also außer in der S-Bahn. Da dann doch relativ häufig. Oder im Auto oder so. Naja, in Deutschland war es ja gerade Rekord und ich verreise eigentlich nie in wärmere Länder. Von daher wüsste ich jetzt nicht, wo ich das schon mal so warm gehabt haben soll. Ja, ich glaube ganz ehrlich, wenn es so heiß wird, dann bin ich aber nicht auf Arbeit. Dann fange ich vielleicht früher an, mache dann zum Schluss oder so. Aber das kann ich nicht. Regiobahn. Ja, oh Gott. Ja, gerade in der U-Bahn war es auf jeden Fall auch wieder schön. Und dann in der S-Bahn. Nein! Das werde ich nicht überleben. Ja. Zu ungeduldig. Ach so, nee, soll so sein. Okay, ich nehm's. All right, where the fuck did you go? Naja, einerseits halten sie es ja in Indien auch nicht aus bei den aktuellen Temperaturen. Und ansonsten sind ja andere Länder ganz anders darauf eingestellt.
Ich meine, nicht umsonst gibt's dann irgendwie Siesta und so. Ich weiß gerade nicht, welche Waffe ich am liebsten nutze. Und ja, ich war ja allem keine Munition. Oh Gott, hoffentlich kommt nicht gleich ein Endgegner. Ach, da können wir nochmal zurück speichern und Munition craften. Was auch heißen könnte, dass gleich ein Endgegner kommt. Wir looten mal noch hier, was geht. Naja, aber heute war vorerst auch erstmal der heißeste Tag hier. Die nächsten Tage wird es dann wieder angenehmer. 30 Grad sollten wir jetzt nächste Woche nicht noch, oder diese Woche nicht nochmal knacken. Haben wir noch ein Foto gefunden? Ich glaube nicht, ne? Ne. Schade. Also langsam kriege ich aber Hunger. Detective Castellanos. Good to see you again. Haben wir noch einen Schlüssel? Nee. Sind die auch alle schon geplündert, die Fächer, oder ist noch irgendwas drin? Schade. Na, wollen wir Stealth auf 100% bringen? Brauchen noch 7000. Footsteps produce much less noise. Ja, finde ich gut, oder? Meins hier voll. Finde ich gut. Was gibt es denn noch bei Knarren? Das Ding ist super gut, aber es kostet 75.000. Da werden wir eine Weile nicht hinkommen. Less Kickback. Weiß nicht, wie wichtig das ist. Bullet Cascade. Dass wenn man mehrmals hintereinander schießt, dann werden die Kugeln anscheinend nach und nach immer irgendwie stärker. Vielleicht sollten wir mal gucken, dass wir das freispielen. Ja. Da kriegen wir nichts mehr hin. Na komm, machen wir hier Knockback weniger. Dann quatschen wir nochmal eben mit ihr. Hat sie ja noch was zu erzählen? You are preparing to face one of your greatest challenges. Will you be ready for it? With your help? I hope so. You'll need more than my help. Maybe there are others here who can assist you. Who have the same goal. I haven't met them yet. If they even exist. And there's no time to wait for them. I hope you're ready. You are still so full of rage. And uncertainty. Maybe. But Lily needs me. I have to at least try. And if you die trying? Dying isn't an option for me. Na dann. So, dann gucken wir gleich mal, ob wir ein bisschen Munition craften können. Können wir auch noch ein paar Waffen upgraden. 63 Weapon Parts ist nicht so viel, ist aber okay. Sniper können wir da ja nicht weiter upgraden, was das angeht. Ammo Capacity plus 80. Das wäre das Einzige, was wir machen können. Ein Schuss mehr in der Sniper. Ne, das lohnt nicht. Könnten wir bei Shotgun noch was machen? 5% mehr Firepower kostet 42, das ist übelst viel.
Munitionsherstellerei. 5% für 42, ey. Nee. Increase walking speed while aiming. Für einen Shotgun vielleicht gar nicht so schlecht. Und jetzt auch nichts, was mich so richtig überzeugt. Plus 10% Punkte, also weniger als 10% für 200. Hm. Charge Time, naja, es sind nur 60. Einen mehr treffen. 20% Punkte für 320. Ah, das ist echt alles nicht so viel. Ja, komm. Oh, Charge Time ein bisschen besser. 60 ist einfach nicht viel. Okay. So, und dann Munition. Was brauchen wir denn alles? Da wir so viele Pflanzen haben, würde ich sagen, wir stellen einfach das Medical Kit jetzt her. Gut. Finde ich gut. Einfach nur, weil den Luxus lebt, tut er es. Ja. So, nochmal abspeichern. Stimmt, kommt gleich irgendein Boss und nimmt uns auseinander. Ach, ich wollte nochmal eben gucken, ob da in unserem Büro auch so nach und nach durchgestrichen wurde, wer schon alles nicht mehr dabei ist. Ach, wir haben ein neues Foto von ihm. Take a look at some of the information I was able to dig up on your guy. Stefano Valentini, artist. Yeah, that's him, all right. He's quite a flamboyant character. Seems he never reached the level of success that he wanted. Sounds familiar. I know of another flamboyant artist who failed. Then he started World War II. Let's hope this one isn't that bad. Even if he's not, he still needs to be stopped. Hör ich mal näher ran. Okay, was haben wir denn hier alles? Ich wollte gerade sagen. STEM Candidate Nummer 10045, Stefano Valentini. Union is in need of creative personality types in order to simulate a real-world scenario. While candidate number 10045 exhibits mildly egocentric tendencies, they can be chalked up to his artistic learning rather than psychological issues. His background check reveals no living family members to raise concerns at his disappearance. The Recruitment Board recommends Candidate sowieso for STEM Insertion. Okay, das heißt, er war einfach irgendein normaler Kandidat, den sie da reingefropft haben und ist dann irgendwie durchgedreht. Komm näher, Baby. Genau. Yeah. Okay, 22.12.85, 2 Jahre älter als ich. Ein Italiener, der jetzt in Crimson City wohnt. Okay. Crimson Post Newspaper Clipping. Yes, but is it art? Shock, disgust, outrage. These are some of the public's reactions to artist Stefano Valentini's solo show at the Crimson City Gallery. For his critic, the reactions were just as strong, but for an entirely different reason. While Valentini obviously needs sees himself as a provocateur, I merely see a mildly talented craftsman who attempts to create controversy with a simplistic vision. Reducing the female form to an assemblage of sexualized parts may work if it's done for the right reason, to highlight society's objectification of women, but Valentini seems content to merely revel in grotesquery for the sake
of titillation. Okay. Ich denke, sie braucht ihn deshalb. What's significant about this photo to you? This is my last picture as a war photographer. Taking it almost cost me my life, but it also was responsible for my creative rebirth. I opened my eyes to the fact that there can be inherent beauty in abject horror. I may never take another photo with such meaning. You mentioned that it almost cost you your life. Could you tell us more about that? Well, you've noticed my eye, of course. There's still a little piece of shrapnel that the doctors couldn't get out. They said it was a miracle that it didn't make it into my brain. It still aches sometimes, but I don't mind. It helps me to focus on what's really important. The beauty of life, the suffering, the fundamentals of my art. Das ist echt wie ein Charakter wie aus einem komischen Anime, ey. Ich hole mir was zu trinken und dann gucken wir uns weiter an, was hier so gesammelt wurde zu dem. Bis gleich. So. So ein Devil May Cry Charakter. Ja, irgendwie schon, ne? Ja, William Baker is dead. At least he died fighting. Miles Harrison. Without him, that stable field emitter would still be off. Dead. Liam O'Neill haben wir getroffen, ist noch am Leben. Julian Sykes haben wir auch getroffen, den haben wir gerettet, am Leben. Sie haben wir auch getroffen, auch am Leben. So, ist hier noch was Neues dazugekommen? Das ist halt hier unser Büro, da waren wir am Anfang des Spiels irgendwie. War jetzt irgendwie nicht mehr drin, nur mal gucken, was sich verändert hat. Ach, das sind die Sachen, die wir gefunden haben. Hier ist der Pip-Boy. Ist gar nicht, ist es ein Laserschild? Ist es eine Knarre? Ich weiß gar nicht, was es ist. Und das ist dieser Roboter aus Wolfenstein. ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, Evil Within ist einfach von Bethesda, ne? Und das ist ja alles von denen. Würde ich jetzt mal tippen. So viel zu dieser Musik. Tango Gameworks. Ja, aber vielleicht gepublished von Bethesda. Wir sind mal wieder in diesem komischen Hotel, ja. Spiegelung, ganz billige Cube Maps. Ja, genau. Ah! Come along. I'm waiting for you. My next piece will be amazing. The full absorption of her powers, the subjugation of her will. It will be art in every sense of the word. But what is art without an audience? I need you here to make the piece complete. That's not how it's gonna end. Ja, hier waren wir schon.
Der Designer ist ja der Resident Evil Typi, deswegen waren ja alle bei Evil Within 1 so gehypt, dass der wieder so ein Spiel macht. Und die meisten waren dann da ziemlich enttäuscht. Bethesda Haus? Haha. Witzig. Oh Gott, die Bilder, ey. Nein, wir haben es gerade hergestellt. Da ich noch gemeint, naja, wir haben ja so viele Blätter übrig. Na toll. Munition? So, ich würde sagen, ich lade alle meine Waffen nochmal durch. Genau, kurz Pinkelpause. Werde ich jetzt nicht machen, aber ist eigentlich immer eine gute Idee vor solchen Dingern. Sebastian Castellanos? Ich bin das nächste Kunstwerk. Aber mal sehen. No more running. No more games. Agreed. You're beginning to bore me. Your death will be art. It's time to put a signature on it. You cannot hide from what you cannot see. I'm coming for you. Ja, und jetzt? Weiß nicht, soll ich irgendwie mich verstecken oder so? You can't avoid me. How can you expect to defeat me? Hold still for the camera. I call this one. Avoid me.
do? The camera. I'm over here! Or am I here? You cannot hide from what you cannot see. Ich check's irgendwie nicht. Aber das Ding hat ihn irgendwie getroffen. This is going to hurt. Wow! Ja, scheinbar geklappt. Halt, enough of this. There will be nothing left of me. Okay, wenn ich ja Pistolenkugeln finde, dann muss der Pistole irgendwas bringen, oder? What? Okay, läuft also immer noch hier rum. No sense in running. Nein! So, es sind so Bomben. Okay, ich dachte irgendwie, man könnte sie irgendwie kaputt machen oder weiß ich. Fuck! Okay, aber anscheinend nur auf ihn schießen einfach. Okay, aber die Bomben scheinen irgendwie viel zu machen, von daher dann noch weiter diese Fallen verteilen. Na gut, jetzt am Anfang, wo er das schon dachte, vielleicht kriege ich ja einen so einen Treffer. Ich habe leider nicht mehr viele Bomben. Das war dumm, weil mich die Tentakel direkt getroffen haben. There will be nothing left of me when I'm done. Nein! Nein!
Au! Gott, ey, wie schlecht. No sense in running. Nice hier, ja, allerdings. Ja, dann wird's echt knapp mit Ammo. Boah, hey Kapu! Aber du hast wenigstens jetzt was Leckeres zu essen, wenn du schon einen blöden Heimweg hattest. Au! Wirklich? Jetzt killen mich diese blöden Tentakel? Ah! Nein! No! Ah, minus Dungeon Keeper. Das war schon ganz gut. Käsespätzle, Apfelbrei. Ah, geil. Also ich hoffe zumindest, es schmeckt. Klingt, finde ich, ganz gut. Ja, komm, wir lassen uns gleich töten, oder? Das war dann sehr... Ey, sag bloß, der trifft mich nicht, wenn ich einfach hier stehen bleibe. Ach Gott. Ja, ich muss mir leider gleich auch noch was zu essen machen. Was mache ich denn bitte? Ey, wirklich, das finde ich am allerschwierigsten, von dem auszuweichen. Nein! Ich bin so dumm, ey. Übelste Lags. Ich weiß nicht. Nee, es ist nicht da. Könnte sogar sein, dass sie so freundlich werden, wenn wir was Erstes machen. Bin mir aber nicht sicher. Ey, der Anfang ist echt immer das Schlimmste.
werde mich auf jeden Fall nicht direkt heilen, wenn ich gleich sterbe, das ist jetzt so. Grün Tentakel! Ey, das ist so dumm! Und diese Bitch mit den vielen Beinen? Was? Weiß nicht, kann man sich einmal merken, wo der hinballert mit seinen Tentakeln? Das sind immer die gleichen Orte, ja, ne? Komm! Also genug, weit genug weg. Nein! Wow! Ah! Uiuiui! Fuck! Nettes Heilzeug. Yes! Wo ich weggerannt bin. Ach, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, klar. Puh. I had so much left to create. You've destroyed my legacy. Look at me. You made me into a masterpiece. Must record it. If only I had my camera. Where keine Sorge, ich streame das gerade.
Tschüss. Der Künstler ist live on Twitch. Still time. For one last photo. Yes. Lily. Don't be afraid, honey. It's me. Dad. No. No, you're not. Dad is dead. Ihr wurde erzählt, dass ihr Vater gestorben ist. Honey, I know that's what they told you, but it's not true. Lily, please. I... Come out, Lily. You don't have to hide. What? Come to Mother, Lily. I will protect you. There. Get away. You can't have her. Ezio, ja. Lecker. Lily! No! Oh Gott! Hui! Assassin sent their guards, ja. Myra? Regards, ja. Myra ist seine Frau, die I'll irgendwie... And someone else will be in there for you. Kidman. She knew about Myra. Ja, ich will es nur ganz kurz erklären. Man kann oft den Spielen Pause machen, wenn man es auch gar nicht sollte, indem man einfach den Xbox-Button drückt, dann macht man trotzdem Pause. Die ist irgendwie verschwunden. Die hat nämlich, die war irgendwie auch bei der Polizei oder so und die hat geahnt, dass irgend so eine Geheimorganisation irgendwie die Tochter entführt hat und die Tochter gar nicht in diesem Feuer umgekommen ist und sie hat, und er hat geglaubt, sie ist einfach verrückt geworden und sie ist dann eben auf der Suche nach der Tochter irgendwann verschwunden. Und ja, keine Ahnung, ob das sie ist oder ob einfach nur irgendein Monster sie so tut, als wäre es sie, oder keine Ahnung. Shit. Ui, es hat sich hier ganz schön verändert. Das ist nicht mehr mein altes schickes Büro. Chapter 9, Another Evil. Jetzt sind wir nicht mehr auf der Suche nach der Mutter, sondern jetzt... nach der Tochter, sondern jetzt wissen wir, dass die Mutti gekommen ist. A giant red X. Now that's art. Haha, sehr gut. Die Mutti. Mutti hat schlechte Laune.
ist denn die Katze hin? Katze ist weg. Mautz? What is this? Where's the mirror? Kann ich hier weiterhin speichern? Yep. Muffy, is it you? Eigentlich hätten wir hier mal einen Namen geben können, oder? Wenn wir jetzt Katz nächstes Mal sehen, geben wir ihren Namen. Die Puppe von der Tochter. Ah! This place. What? Ganz ehrlich, wenn wir jetzt Open World tauschen gegen so Zeugs hier, finde ich das sehr geil. Oh Gott, wenn ich die Geräusche höre, finde ich es nicht mehr geil. Kann ich bitte wieder Open World haben? Wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal einen Haufen Munition und so finden, damit wir halbwegs wieder vorankommen. Sekunde. Heilzeug, sehr gut. Ein paar. So, ich glaube, mehr ist hier nicht. Aber immerhin. Bisschen Krempel haben wir wieder gefunden. Ui! Bin warm an den Füßen. Nehmen wir an, Tür ist zu. Okay, das sagt mir, dass die Tür offen ist. Aha, ich weiß nicht, soll ich mir erst das angucken? Will ich erstmal gucken, was in der Tür ist? Vielleicht ist ja nur ein kleiner Speicherraum.
kann noch wirklich gar nicht sagen, ob es jetzt hier weitergeht oder ob es in der anderen Richtung weitergeht. Ich würde mal sagen, in die andere Richtung geht es eher weiter. Hier kann man noch ein bisschen Krempel finden. Na. Ja, viel Krempel ist ja auch nicht. Das war's schon. Naja, gut, dass ich immer mal reingegangen bin. Aber hoffentlich geht jetzt die Tür nicht zu. Hoffentlich geht sie wieder auf. Looks like they were burned alive. Torture devices. This place is almost medieval. Ich hab nur die Nägel genommen. Ey, wie ich auch in jeden beschissenen Gang reinkrauchen muss, wa? Ah, vielleicht gibt's ja noch drei Patronen, ne? Oder einen Nagel. Ich hab alles in Messer geskillt, nur hau. Fall um, du. Dankeschön. Schleichen haben wir vollständig geskillt. Hoffentlich bringt es uns Glück. Das sieht aber auch ganz schön klapprig aus da oben. Thank you.
Irgendwo müssen wir doch jetzt nicht gleich durchschleichen, sondern jetzt viele Flaschen finden. Flaschen kann man nämlich immer irgendwo hinwerfen, die zerbrechen dann, machen ein Geräusch und man kann Leute irgendwo hinlocken. Man kann nur alles auf einmal öffnen. Ah, finden wir einen guten Schlusspunkt? Nein! Aber gut aus, oder? What? Wenn du den Arm einfach nachwächst, dann kann ich es auch mir auch sparen. Na, hier kann ich dann einmal alles aufmachen, wenn ich mag. Ah! Nein! Das Spiel ist so geil. Hallo? Nimm die Flasche. Ach komm. Flasche. Ey, wie viel die aushalten, das ist unglaublich. Ist das. Dann wird's lächerlich. Ach Gott. Ja, nächstes Mal nehme ich die Shotgun. Da will auch einer raus. Da wächst der Kopf auch nach. Nein! Was ist mit ihm? Irgendwas funktioniert da nicht. Egal, ich lasse es. Ich habe so schon viel zu viel Munition verschwendet. Okay, und hier geht's wahrscheinlich weiter. Nee, hier geht's so weiter. Okay, die ist schon auf. Ich dachte, das würde jetzt erst gehen, wenn wir das entriegelt haben. Ah nein, hier ist die Kurbel, wo wir das entriegeln können. Ah.
Oh, wir haben so wenig. Looks like I can use this. Ha! Oh. Oh, 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 oh. Ich glaube, es ist irgendwie abgefallen. Übrigens auch ein Klassiker in Resident Evil Spielen, ne? Mal gucken, ob er weiterhin gute Laune hat. Oh Gott. Bam! Ich noch mal probieren mit der Armbrust. Nein! Nein, was macht er denn? Okay, hat funktioniert. Ich bin happy. Da hast du nicht gerechnet, wa? Ja, Shotgun macht seinen Job. Das ging schnell, das ist schon voll kühl. Ich mach mal eben Fenster zu, ganz kleinen Moment. So, weiter geht's. Wo ist denn die Olle?
Oh nein, da liegt ja auch noch einer. Ey, manchmal ist es echt so komisch, wo er sich hinducken will. Mann, ey, manchmal funktioniert es einfach nicht. Wieso geht das nicht? Da stand, wenn es rot ist, dann kann ich mir eigentlich an den anderen pushen. Aber irgendwie, ach, manchmal will es einfach überhaupt nicht. Ah! Wieder abgehauen oder wo ist der hin? Ich habe irgendwie gesehen, dass hier noch Zeugs liegt. Mann! Na gut, aber man kommt ja irgendwie immer ganz gut weg anscheinend. Da rumbogen.
Und einen kriegt er jetzt auch noch. Bam! Okay, da ist einer am Beten. Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Ach, ganz kleiner Moment. So, weiter geht's. Ach. Einer scheint davon noch zu sitzen. Ich nehme mal an, dass wir gleich noch hier irgendwo überrascht werden. Aber insgesamt gibt's echt viel Loot-Zeugs hier. Ist schon ziemlich gut. Der Loot tut gut. Ist hier nicht gerade noch einer? Hätte dadurch das Dings gesehen. So. Burn page from submit to freedom 1. It is a natural human desire to resist. Whether it's resisting change, resisting authority or resisting desire. But the mental and emotional toll of such resistance often outweighs the benefits gained by it. The universe is too well organized, too perfect in its construction. How could we possibly believe that such perfection arose from chaos? It's my hypothesis that there is a plan for me, for you, for each and every one of us. Some people say that everything happens for a reason. Some people call it fate. Whatever it is, woe unto those who attempt to resist it. Tada! Pouch upgrade. Jetzt haben wir mal 7. Ich habe vorhin noch eine Statue mit einem Schlüssel gesehen, an die wir nicht rankommen. Ich glaube, die muss jetzt hier hinten noch sein. Ach Gott! Bam! Ich freue mich mal nicht drauf reingefallen zu sein. Hier ist die Statue. Von 32, ey. Ach Gott! Da sag ich's noch und dann fahre ich direkt wieder drauf rein. So.
Funktioniert aber gut. Ich habe sowas geskillt, dass wenn ich gegriffen werde von Viechern, dann kann ich die mit einer Flasche abwehren, wenn ich noch eine habe. Und da man immer genug findet und ich die eigentlich nie benutze, um sie irgendwo hinzuschmeißen, wofür sie eigentlich gedacht sind, es ist ziemlich cool. Gott, die haben es extra so lange gemacht, damit man nicht einfach den Zombies nur ausweicht, sondern keine Chance hat, das mal eben schnell zu öffnen. Nichts drin, außer einer Toilette. Kann auch praktisch sein. Gibt der da hinten noch? So, es ist nur Gerümpel. Ich dachte gerade, da sitzt noch einer. Und da ist ein kaputtes Skelett. Wahrscheinlich ist sie hier drin gestorben. Ist da wieder einer? Ich habe da hier gerade einen zermatscht. Ne, die Augen leuchten aber noch. Ah! Witzig.
Dann kochen wir da mal auch noch durch. Finden drei Shotgun-Shells. Tot? Okay. Okay, hier waren wir jetzt drin, von der anderen Seite. Wow! You must go deep to find what you see. Only by descending can you rise again. Only by descent. What's going on? Gott, na klar. Nur damit wir nicht mehr zurück können. Jetzt gehen natürlich alle. Katzen, ja. Your failure to regain led to inaction, which led to despair. And despair led to self-destruction. Können wir sehen, wer da steht? Ist das so ein Priester oder sowas? Ui! You don't believe me, wife. You refuse to see. It's all your fault. You are a failure. Your daughter is lost because of you. You couldn't save her. You hold the key to these, your daughter. I can guide you to the lock. Who are you? What do you want with me? Das ist ganz schön absurd. You cannot change your past. You can only embrace it. Go toward it. Don't avoid it. Oh God, nein. Lily?
Ah! Das war gut. Ist hier sonst nichts mehr? Das ist echt immer absurd, ey, wie diese Mauern sich hier so verschieben. Voll geil gemacht. Ach, da kommen wir zurück. Dann gehen wir zurück. Aber es ist weiterhin hier nicht normal. Katze wieder da? Ne. Die scheinen weiterhin am Leben zu sein. Na gut, mehr hat sich erstmal nicht geändert. Dann machen wir ein paar Upgrades. What can I help you with, Detective? Schlüssel erstmal. There's nothing wrong with being cautious, but you can't avoid fighting forever. Maybe you should think about adding some combat skills. Wir sind voll bei Combat schon voll weit. Ja, ist halt die Frage, ob wir welche von diesen richtig krassen Dingern dann haben wollen. Redgel haben wir auf jeden Fall. Wollen wir sparen bis 75.000? Bis Synaptic Focus? Dann kriegt man dann so einen Bullet-Time-Effekt fürs Schießen.
Fände ich eigentlich ganz geil. Dann sparen wir uns das für dich vielleicht bis dahin auf. Wenn das richtig viel ist, ey. This place I'm going through. It's hell. Literally. So much suffering and death. Yes. You need strength to traverse it. Strength and willpower. I don't know how much more this I can take. You've only just begun to test your limits. To plumb the depths of why you're really here. Why I'm really here? I'm here to save Lily. Yes, but to succeed at that, there are other challenges you've yet to conquer. Na gut, paar Waffen-Upgrades machen wir aber. Hoffentlich. Ach so, ja, und dann brauchen wir noch. Das kriegen wir nicht hin. Ja, ach Gott, dann können wir hier auch nicht so richtig viel coole Sachen machen. 120 Charge Time noch weiter runter? Ja, komm, die benutzen wir echt viel. Finden wir noch was, was so billig ist? Ja, Ammo Capacity bringt uns leider nichts, weil wir so wenig Munition mit der Waffe haben, dass wir es nie benutzen können. Das können wir eigentlich echt mal machen. Wir haben relativ viel Zeug. Ich glaube, ich mag die Shotgun dann echt am liebsten. Aber dann vielleicht auch nochmal zwei Sniper-Rifle-Schüsse oder so. Na gut. Ja, und da ich sehr großen Hunger habe, werde ich hier leider Schluss machen und dann speichere ich hier ab. Jo, dann vielen Dank fürs Zusehen, euch noch einen schönen Abend und ja, fand es auf jeden Fall eine sehr, sehr coole, sehr, sehr coolen Abschnitt, den wir gerade gespielt haben. Ich hoffe, es geht dann ebenso cool weiter. Macht's gut, ciao!